Safran in Altenburg? Das klingt schon ein wenig absurd, oder? Um zu verstehen, wie es dazu kam, dass seit 2016 die violetten Blüten wieder in Altenburg blühen, fangen wir ganz von vorne an. Das Wort Safran entwickelte sich aus dem altpersischen Wort Safaran, das Gelbe. Dieses altpersische Wort beschreibt die goldgelbe Färbung durch den roten Blütenstempel des lilafarbenen Safrankrokus. Erstmals schriftlich belegt ist die Verwendung von Safran in chinesischen Medizinbüchern bereits 2600 vor Christus als Potenzmittel. Über Handelswege scheint er über den Orient nach Ägypten gekommen zu sein. Erstmalige schriftliche Erwähnungen zu diversen medizinischen Anwendungen in Ägypten stammen ungefähr aus dem Jahre 1600 vor Christus. In der Antike erreichte das rote Gold auch die Griechen, die es als Gewürz sowie zur Geruchsneutralisation in Wasser und Öl verwendeten und es an die Römer weitergaben. Zur römischen Kaiserzeit entwickelte sich der Safran zum Luxusartikel schlechthin und diente zumeist zur Färbung der Kleider von gehobenen BürgerInnen. Mit dem Zerfall des Römischen Reiches verschwand der Krokus im 4. Jahrhundert und bekam, wahrscheinlich durch seine Vorzüge als Schmerz- und Heilmittel, im 10. Jahrhundert einen erneuten Aufschwung. Er verteilte sich innerhalb der kommenden Jahrzehnte in ganz Europa. So gelangte Safran im 15. Jahrhundert auch nach Altenburg. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Rechnungsbuch des Amtes Altenburg aus dem Jahre 1435. Dort wird der Verkauf von 10 Lot Safran, umgerechnet 146 Gramm, für 70 Silbergroschen vermerkt. Dies entspräche nach den Archiveinträgen ungefähr einem Handwerkerlohn von 35 Arbeitstagen. Obwohl sich der Safranhandel in Altenburg laut Archivmaterialien nur auf einige Lot pro Jahr beschränkt, wurden schon damals bei üppigen Feierlichkeiten auf dem Residenzschloss Altenburg große Mengen exotischer Gewürze und Safranfäden durch die kurfürstlich-sächsische Hofküche verarbeitet. Ebenso ist belegt, dass sich zur damaligen Zeit kurfürstliche Safrangärten unterhalb des Schlosses sowohl in Richtung heutigen Brühl am südlichen Hang als auch innerhalb des heutigen Schlossparks befanden. Seit 6 Jahren ist die alte Kulturpflanze im Rahmen eines Forschungsprojektes in die Gärten der Altenburger Stadtgesellschaft zurückgekehrt. Safran verbindet Generationen und Kulturen. Zur gemeinsamen Ernte im Herbst, in den Altenburger Küchen und in den Geschichten und Mythen rund um den Krokus. Wer weiß, vielleicht wird Altenburg in naher Zukunft die lila Safranstadt mit den glücklichsten Menschen auf dem Erdball werden. Warum die glücklichsten? Weil Safran glücklich macht. Aber das ist eine andere Geschichte.